Team Seth, herzlich willkommen oder besser gesagt willkommen zurück zu dem Game, was meinen Kanal wahrscheinlich zu dem gemacht hat, was er heute ist. Cry of Fear war das erste Horrorspiel, was ich jemals gespielt habe, was ich immer nach einer Viertelstunde abbrechen musste mit schwitzigen Fingern und Herzrasen, einfach weil es so erfüllt ist von Angst, einer Schwermütigkeit und unendlicher Einsamkeit. Und genau deswegen habe ich mir damals geschworen, dass ich mir nie wieder dieses Menü aufrufe. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dem Vergangenheits-Seth mal ein Schnippchen zu schlagen und das nochmal gemeinsam mit euch zu durchleben. Einerseits aus Nostalgiegründen, andererseits, weil mir das Projekt so wichtig ist, dass ich es gerne nochmal in meinem aktuellen Stil auf dem Channel präsentiert haben möchte. Mein altes Projekt bleibt natürlich bestehen für alle die Leute, die die Anfänge meines YouTube-Daseins begutachten wollen. Und ich denke, ihr versteht das und ich wünsche euch viel Spaß mit Schrei der Angst oder Weinen vor Angst. Beides passt sehr gut zu dem Spiel. I've always felt alone. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it. Or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. And feeling shit and bitter and angry all the time just eats away at you.
so beginnen wir unsere Geschichte. Die Geschichte eines jungen Mannes namens Simon. In völliger Dunkelheit. Leer. Trüb. Ich hasse dich. Und mit der Frage im Kopf, was geschehen ist. Einige kennen die Antwort bereits. Aber noch sind wir zu sehr damit beschäftigt, uns Fragen zu stellen. Wo sind wir? Was ist das für ein Ort? Sind wir am Leben? Ist das wahr? Oder findet das nur in unserem Kopf statt? Und warum muss es unwahr sein, nur weil es in unserem Kopf stattfindet? Auf jeden Fall wissen wir zwei Dinge. Irgendetwas läuft hier ganz gehörig schief. Und wir sind allein. Oder doch nicht? Oder doch nicht? Wir sind immer allein. Oh, ich wollte es gerade noch sagen. Irgendwo war hier dieser mega ekelhafte Jumpscare und ich renne auch noch voll rein. Das ist ein Seth-Klassiker. Did I get here? Du wirst noch feststellen, dass diese Frage gar nicht so relevant ist, wie du denkst, Simon. Kein Guthaben, wie immer. Ich mach mich besser auf den Weg. Es wird bald dunkel. Ja? Und du solltest dich beeilen, wie ich denke. Oh ja! Kapitel 1. Verloren in der Stadt. Und wie immer haben wir unser schniekes kleines Klappmesser dabei. Falls wir jemand ein kleines Z in die Stirn ritzen wollen. Herzlich willkommen zu Cryer 4, liebe Leute. Und mir fällt da soeben etwas ein. Ein Trick, der mir noch im Verstande geblieben ist. Wir können hier nämlich diese beiden Sachen auf den Quickslot legen und haben dann eine volle Ausrüstung hier am Start. Eine SMS von Mutter. Wo bist du? Komm so früh wie möglich nach Hause. Es wird langsam dunkel. Mutter, wenn du mal einen Blick aus dem Fenster riskieren würdest, würdest du feststellen, dass es bereits dunkel ist, aber das können wir ja eventuell später klären. Drücke Tab, um in dein Inventar zu gelangen. Du hast nicht mal ein Touchscreen-Handy, Simon. Was hast du für Prioritäten? Also deine Klamotten können es nicht sein, ne? Wie wir bereits festgestellt haben. Was ist los mit dir? Was war das? Eventuell deine Mutti, Simon? Oder eventuell auch nicht. Ich kann es nicht öffnen. Da ist überhaupt kein Schloss. Ja, da hat irgendwie ja nur die Klinke draufgemalt. Das war ja ein richtiger Scherzbold. Da hat aber jemand seine Windel verschmiert. Das war ich beim letzten Mal, glaube ich. Help me. Ich glaube, dafür ist es fast schon zu spät, Simon. Drücke B, um deine momentanen Ziele anzusehen. Find a code to the padlock. Warum ist das Spiel teils auf Deutsch, teils auf Englisch? Das verwirrt mich enorm. Okay, wir müssen einen Code suchen, um durch diese Tür zu gelangen. Aber können wir mal die Frage uns selber beantworten, ob wir überhaupt durch diese Tür gehen wollen? Vielleicht ja nicht. Dann wäre aber dieses Spiel an dieser Stelle vorbei. Oha. Was, also, ich habe das Gefühl, die Treppe soll nicht so sein, oder? Ah! Okay. Spiel, du hast mich wieder. Du hast mich wieder. Du hast deinen Respekt wiedererhalten. Oh Gott. Dein Handy kann als Lichtquelle in dunklen Gebieten dienen. Na sehr schön, immerhin eine Taschenlampen-App, ne? Das gute Sony Ericsson. Das lässt einen nie im Stich. Ich habe gerade irgendwas gehört. Kann ich hier vielleicht irgendjemandem helfen?
Oha. Die haben sich auch schon verschanzt. Ist hier Zombie-Apokalypse oder so? Gibt es da etwas, was ich wissen sollte? Ist hier irgendjemand noch wach? Wann geht ihr denn ins Bett? Weißt du, Simon, du solltest vielleicht einfach eine Straßenbahn nehmen. Oder einen Zug. Oder das Fahrrad. Die Fahrräder, die hier überall rumstehen. Die Leute scheinen es ja nicht zu brauchen. Zumindest nicht nachts. Okay. Okay. Mir kommen dunkle Erinnerungen, liebe Freunde, aber natürlich kann ich mich nicht an alles erinnern. Dora David. Okay. Das Spiel ist super lang. Also werden wir noch so einige Überraschungen erleben. Ich glaube, ich bin noch ganz weit davon entfernt, das auswendig zu wissen. Aber wir haben schon mal zwei Sachen hier gefunden. Simon, raste doch dich gleich aus. Ja, komm, okay, wir besprechen gleich. Jill and David. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Beruhige dich bitte. Du bist gleich zu Hause. Oder auch nicht. Wer hat denn diese unheimlich hässliche Figur hingestellt, sag mal? Das ist nicht dein Ernst, ne? Kannst du nicht Schilder lesen oder so? Was bist denn du für ein Douchebag, Alter? Tag und Nacht bitte freihalten. Oha, ich weiß überhaupt nicht, auf welcher Automarke das referieren soll. Kann ich überhaupt nicht mehr erkennen. Oha, ist schon wieder Halloween? Habe ich was verpasst? Oh, wir können hier rein. Ah, wir können hier rein. Gibt's hier eine kleine Klingel? Hallo. Ich möchte gerne etwas bestellen. Ein Espresso, bitte. Oder machen Sie mir vielleicht gleich zwei, weil das Spiel geht noch eine Weile. Oh, darf ich mal Ihren Computer benutzen? Oh, das... Das tut mir leid. Das tut, kommt nicht wieder vor. Ah, genau, wir müssen hier die Dinge eintragen. Moment mal. Jill and David und Dora David, oder? Jill and David. Irgendwie sowas. Tatsächlich. Jill. Oh, die schließen wahrscheinlich bald, oder? Jill 9671. Ach, das ist ja Code. Oh. Ich glaube, diesen kleinen Kratzer hier habe ich verursacht mit meinem Messer. Sorry, ich bin ausgerutscht. Passiert mir öfters mal. 9671. 967. Der Rausschmeißer, Alter. Moment, ich komme. Wo sind meine Espressi? Mir? Hat schon jemand ausgetrunken. Ey, gib die mir zurück. Wo ist denn der jetzt hin so schnell? 9671. Okay, wir müssen hier lang, oder? Hier lang wieder zurück. Und ich habe das Gefühl, dann geht's los. Dann geht's richtig los. 9, 6, 7, 1. War das richtig? Ich bin so schlecht im Merken. Aber noch funktioniert mein Gehirn ganz gut. Betonung auf noch, Freunde. Denn das Spiel ist hier und da doch reichlich zermürbend. Wie wir alle noch feststellen werden. Oder wie wir uns alle wieder in Erinnerung rufen könnten. 9671 war es, oder? 9671. Jetzt macht hier wieder keine Scherze, ja? Wir hatten das bereits. Das ist irgendwann nicht mehr... cooles Teil. Das ist irgendwann nicht mehr witzig. 9671. 9671. Wir haben es gleich. Noch ungefähr einen Kilometer laufen. Hätte ich mal das Fahrrad genommen. Ich Vollidiot. So. Help me. What's going on here? 9671. Soll ich da wirklich rein, ja? Oh, das ist eine blendende Idee, da runter zu gehen. Das wird richtig fantastisch, Simon. Meinst du dich auch? Du kannst drei Gegenstände in deinem Quicksort legen. Ja, 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 ja. Okay, die Tür kann ich also nicht öffnen. Ich bin über jede froh Tür, die sich nicht öffnet. Über jede Tür froh, die sich nicht öffnet. So. Was soll denn das? What the? Das hat er doch absichtlich gemacht. Ach, hier hat er wieder Empfang, ja? Sieh nach rechts. Ein Bücherregal! Alter. Ist bestimmt eine sehr gute Idee, da reinzugehen, Simon, ne? Okay, du hast ein Klappmesser. Wir sind bestens vorbereitet. Hast du jetzt die Tür nochmal aufgemacht? Ah ja, genau, die Tonbänder.
Was macht das hier? Das sieht aus wie ein alter Tape-Recorder. Wir sollten unsere Gedanken und Erinnerungen speichern. Ich finde das eigentlich eine ziemlich geile Idee für so einen Speicherpunkt in einem Game, dass man einfach das Erlebte sozusagen für sich und für die Nachwelt hier aufzeichnen kann. Okay, dann schauen wir mal weiter. In den dunklen Gängen. Die immer dann dunkler werden, wenn man es gar nicht gebrauchen kann. Möchte da eventuell jemand einen Hustensaft? Simon, du hast dein Klappmesser fest umklammert, ja? Okay, ich dachte jetzt, wir gucken aus der Tür raus. Ist das Blut am Boden? Scheint so. Was geht hier nur vor? Simon, ich glaube, du störst gerade jemanden. Bei seiner Arbeit. Offensichtlich. Hi! Oh, es ist aber schön, sie wiederzusehen. Sie wollen mir ihren Hammer zeigen, ne? Oh, sie haben einen richtig schönen Hammer. Wirklich, ein wunderschöner Hammer. Wissen Sie, was ich habe? Ein kleines Klappmesser. Ihre Frau hat sie auch schon lange nicht mehr lieb gehabt, oder? Wer das war? Wahrscheinlich der Hausmeister. Dude, als ob du da Empfang hast. Wir wissen alle, wie das endet. Ach, damit hätte ich ja jetzt nie gerechnet. Wirklich, Simon. Manchmal frage ich mich, ob du noch ganz... Okay. Ciao. Wollen nicht so wirklich nett, ihre Bekanntschaft zu machen? Oh. Oh ja, okay, wir haben hier eine Spritze. Genau, damit können wir unser okay im Maße vorhandenes Leben weiter auffrischen. Aber noch bedürfen wir nicht dieses Schabernackes. Die werde ich mir richtig schön in den Arm pumpen, liebe Leute. Und dann geht die Party ja richtig ab. Dann werden mich hier grüne Drachen durch die Gänge jagen. Sie sind aber ganz schön widerlich, mein Freund. Also, zum Glück habe ich keinen Geruchscomputer. Sonst wäre ich jetzt schwer entsetzt. Na, gehen wir erstmal baden. Viel Spaß dabei. Badehose nicht vergessen, ne? So, will noch jemand Spaß? Also, ihr seid aber auch alle nicht ganz sauber, oder? Hi. Hui. Keine Gelenke, keine Kekse. Ciao. Blub, 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 blub. Vielleicht kann ich Ihnen ja nächstes Mal eine Schnorchel mitbringen. Sollte ich dran denken. Aber ich glaube nicht dran. Also verlassen Sie sich bitte nicht auf mich. Oh, noch ein Tape-Recorder. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Safe, safe, safe my game. Ich hab's geahnt, Alter. Er kommt auch nicht mehr klar, so richtig, ne? Wie ich samstagnachts durch die Straßen schlendere, auf jeden Fall. Na, wo gibt's denn das Getränk, was Sie hatten? Darf ich da bitte auch was von? Scheint richtig Spaß zu machen, oder? Müssen wir jetzt... Nee, okay. Oh, hier noch eine Spritze. Alter, die dürfen wir nicht übersehen. Das ist manchmal ziemlich... Ja, Alter, ja, ziemlich tricky. Hi, kommen Sie doch. Ja, oh, sieht immer so lustig aus, wenn sie angetanzt kommen. Zack. Oder wunderschöne Frisur haben sie. Alter, die sind mega eklig, die Teile. Ah! Scheiße. Ja, schon wieder, Alter. Die habe ich doch gerade fertig gemacht. Na, willst du noch ein bisschen Spaß haben, mein Lieber? Oh, ich kann es dir nicht für übel nehmen. Es wird schon dunkel. Ich meine, so viel scheint ja hier gar nicht los zu sein in der Stadt. Was denn jetzt? Scheiße, ich habe Ladehemmung. Mit meinem Messer. Das passiert auch nur dir, Simon. Du bist wirklich eine Enttäuschung für die gesamte Menschheit. Jetzt legen Sie sich da nicht so lasziv hin. Was ist denn los mit Ihnen? Was soll denn das? Oh. Das ist ja der geilste Schalter, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Was haben wir denn damit jetzt geschafft? Ah, hier wahrscheinlich das Gitter geöffnet, oder? Guck an. Ja, man sieht schon, was die eigenen Actions so für Auswirkungen haben auf das Spielgeschehen, liebe Leute. Hilf mir! Bitte hilf mir! Sie kommen! Ich bin im Wohnhaus! Beeil dich! Welches denn war gerade die falsche Frage? Okay, liebe Leute, ich glaube, wir sind an einem Punkt des Spiels angelangt, in dem uns das Lachen ziemlich vergehen wird.
Ich glaube, dieses Haus bei Cry of Fear ist mit einer der widerlichsten Sachen in Horrorgames, die es überhaupt gibt. Und eigentlich meine komplett unliebsamste Stelle. Aber ich glaube, wir haben sowieso keine Wahl. Wir müssen dahin. Wo auch immer. Wahrscheinlich hierhin? Gut gemacht, Seif. Sehr, sehr gut. Ach so, hier die Treppe hoch. Treppe. Leiter. Ja. Ja, ich weiß. War ein bisschen fail. Und jetzt? Hier? Ja, scheint sicher. Hier eventuell? Ist hier vielleicht irgendjemand, der meine Hilfe braucht und zufälligerweise meine Handynummer kennt? Das müssen wir übrigens auch noch klären. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, habe ich so das Gefühl. Irgendetwas stimmt hier nicht. Okay, liebe Leute, aber was es damit auf sich hat, würde ich sagen, zeige ich euch in der nächsten Folge, wenn wir weitere Höhen und Tiefen von Simons Weg nach Hause hier durchleben. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Wenn, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Und ich kann euch versprechen, die nächsten Folgen hierdurch werden mega ekelhaft und mega hart. Also bis dann, liebe Freunde, haut rein und ciao.